So, ihr Lieben, ich bin wohl in meiner Arbeitsluft. Meine Freizeit ist heute angesagt, sozusagen. Wir finden uns hier in Östersund, Stakeout-Platz. Ich hoffe hier, dass ich jetzt auch internetmäßig, bildmäßig präsent bin. Wir schauen uns das gleich nachher mal an, ob das funktioniert. Das war ja das LAN hier in Östersund auch funktioniert von unserem Betreiber hier. Gut, ganz kurz dann zu dem Trail. Sehr schön. Einmal 8, einmal 5, einmal 11, einmal 14, einmal 17, einmal 24. Und diese einzelnen Trails können dann miteinander verbunden werden, sodass man entsprechend Runden fahren kann, so viel man auch will. Und natürlich die Skido-Trails nicht zu vergessen. Also, das Gebiet ist ausgesprochen interessant für mich. Vor allem, weil wir fast alleine sind, ja, und man keinen weißen Hausanzug anziehen muss, wenn es zu den Hunden geht, so wie beim Reschenpass. Hallo Heini, ich grüße dich. Wir schauen uns mal unser Stakeout an, wie wir so stehen. Jetzt haben wir heute frei, ein freier Tag. Und einen freien Tag heißt es noch lange nicht, dass Freizeit angesagt ist, sondern hier muss Pansen zerkleinert werden für die nächsten Tage, Müll weggebracht werden, unsere Fleischbestände portioniert, Öl kontrolliert und so weiter und so fort. Hi Bärlis, Herr Fein, hiya. Ja, da stehen wir jetzt. Hunde haben gute Fell nachgeschoben. Wir sind zufrieden, gell? Hm, Milan? Darfst als erstes Mal hier sein, die Milan. Der gefällt's ganz toll im Schnee. Gell? Hi, Milan. Na, mal sehen, ob du richtig läufig wirst. Ja.